Willkommen zurück zu DMC Devil May Cry. Wir werden gleich wieder fortfahren. Es müsste eigentlich jetzt Mission Nummer... bin mir nicht sicher. Mission Nummer 6, glaube ich. Geheimzutat sollte sie lauten. Also wir treffen jetzt den Succubus. Oder beziehungsweise sollten wir den jetzt treffen. So hieß es auf jeden Fall nach der letzten Mission. Und wir sind immer noch im... Virility... Zubereitungsfabrik-Ding. Und sind auf jeden Fall auf dem Weg in die unterste Ebene, um den Dämon, der da unten haust, zu erledigen. Und warten wir halt noch kurz, bis der Ladebalken mal weg ist. Was jetzt? Dieser Tunnel führt dich zum Succubus. Wie komme ich da runter? Kommst du nur aus dem Limbus hinein? Ich kann dir nicht folgen. Was ist das? Eine Eieruhr? Es ist ein Fläschchen mit einem Zauber aus verschiedenen... Ich muss es nicht wissen. Du springst und ich drehe. Ist das dein Ernst? Vertrau mir. Ich springe, du drehst. Viel Glück. Ach du Scheiße, war das ihr Ernst? Ach, wir haben nicht viel Zeit. Na dann, lasse ich die mal links liegen. Und werde mich genüsslich mal darum kümmern. Oh. Yes, richtig gemacht. Yes. Nein. Und ein kleiner Fehler. Diesmal geschafft. So. So, schnell weiter. Das wird langsam sehr, sehr knapp. Aber es klappt zum Glück. Vorerst. Okay. Weiter, 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 weiter. Noch 40 Sekunden. Ah, schon die nächsten Gegner. Das klingt nicht gut. Ich sollte mich beeilen. Ich hatte viel Zeit. Okay, komm, weiter, weiter, weiter. Noch wenige Sekunden. Okay, weiter, weiter. Noch 15 Sekunden, oh mein Gott. Und da rein. Oh wow. Das ist wirklich eine Eier. Gerade so auf den letzten Drücker, gell, Dante? Wow. Oh, so ein Gestank. Ich bin mal gespannt, was da draußen auf uns wartet. Springen können wir nicht, also wir können gerade nur laufen. Auch schlagen ebenfalls nicht. Dann bin ich mal gespannt. Ah, da ist er. Das Vieh.
Da hinten ist eine Tür. Uns fehlt aber noch der Schlüssel dazu. Hier ist die große Frage, wo der Schlüssel ist. Da ist noch eine Statue. Das Mistvieh da hinten klingt nicht gesund. Wo könnte der Schlüssel sein für diese Tür? Wir gehen erstmal hin. Wer weiß, vielleicht habe ich ja den Schlüssel schon irgendwie bei mir durch eine andere Mission. Ah, Kupferschlüssel. Verdammt, nee, den habe ich nicht eingesammelt, meines Erachtens. Verdammt. Das heißt, können wir auf jeden Fall erstmal nichts machen und ich würde sagen, eigentlich können wir schon gegen ihn kämpfen. Ein langes Rumsuchen würde sich jetzt nicht lohnen, also verschwende ich dadurch Zeit. Ne, gehen wir weiter. Ist ja nicht so tragisch. Besiegen wir den Succubus. Wahrscheinlich ein Endboss. Ja, ist ein Endboss auf jeden Fall, so wie der aussieht. Also du bist wohl die geheime Zutat. Wer bist du? Bin deine Verabredung, du hässliches Stück Scheiße. Succubus. Mein Name ist Dante. Dante? Sohn des Spada? Und Eva der Hure? Ja, aber nenn mich einfach Dante, der Dämonentöter. Klingt doch gut, oder etwa nicht? Du willst mich töten? Du kannst mich nicht töten. Ich bin 1200 Jahre alt. Dabei siehst du gerade mal nach 12.000 aus. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Nette Diskussion, Dante, mit diesem Vieh. Oh, klingt nicht viel alles. Oh. Verdammt. Na dann wechseln wir eben die Plattform. Ja, das war ein harter Treffer. Wobei es geht. Was zum Fressen? Na dann, Dante, weg. So, wieder die Plattform wechseln. Das müssen wir hier vermöbeln. Ich
Sehr schön gemacht, Dante. Und das zweite Ding rausziehen. Wie nett Succubus einfach zu uns ist. Wenn ich so das ganze Zeug anhöre. Sehr gut gemacht, Dante. Oh, fuck. Egal, aber der ist fast erledigt. Dürfte nicht mehr lange dauern, jetzt ist er tot. Jo. Das war Succubus anscheinend. Observiert. Davon haben wir ja gesprochen. Nicht hier rüber. Cool, und jetzt wieder zurück, oder wie? Ah, okay. Wir müssen einfach näher des Dingens bringen. Klappt aber auch. Oh, es ist richtig cool gemacht. Also den Endfight liebe ich jetzt schon. Weißt du, was dein Problem ist? Du lässt schön los. Du klammerst zu sehr. Du bist komplett durchgedreht. Was ist los? Succubus. Wirklich. Müssen wir über sie sprechen? Mein Succubus ist tot. Oh. Sparda. Der Verräter, was ist mit ihm? Seine Brut. Der Nephilim. Er wehrt sich. Jawohl, eine neue Waffe freigeschaltet. Der Eryx. Mächtige Panzerhandschuhe, die ein einzelnes Ziel enormen Schaden verursachen kann. Jeder Angriff kann für einen stärkeren Effekt geladen werden. Richtig geil. Bodenangriffe, klar, ganz normal. Ist nur die Frage, wie wir es auswählen können. Also L1, R1, bla bla bla. Laden. Alle Angriffe mit Eryx verursachen mehr Schaden, wenn sie durch eine gedrückte Taste geladen werden. Richtig geil. Und die Mission ist zu Ende. Wir haben noch eine neue Waffe bekommen. Succubus ist erledigt. Ich bin mal gespannt, wie viele Punkte ich bekomme, da ich ja am Anfang die Gegner ausgelassen habe, um schneller durchzukommen.
Und Doppel-S von den Zielpunkten, also hat trotzdem gereicht. Zeit Doppel-S. Fortschritt leider nur C, da uns noch so eine Seele gefehlt hat. Und ja, wir haben den Schlüssel nicht gefunden, beziehungsweise sind noch nicht durch die Tür gekommen. Ist aber okay, wieder S bekommen für diese Mission. Bin eigentlich recht zufrieden. Das war die fünfte Mission? Oder die sechste Mission? Weiß ich gar nicht, ich habe die Missionszahl nicht im Kopf. Das war auf jeden Fall die Mission, die Geheimzutat, beziehungsweise Succubus. Der ist jetzt erledigt, wir haben eine neue Waffe bekommen. Mission ist zu Ende. Und deshalb mache ich wie gewohnt nach einer Mission hier einen Schnitt. Bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Also dann, haut rein!